Mikrofon, spiel mal deine Aufnahme dabei. Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einer Folge Minecraft Ultra Projekt. Ich habe heute einen Gast, der ganz kurz dabei ist, und zwar ist das der Yannick mit CK, also nicht der Yannick mit normalem C, sondern eben mit CK, der hier vorher irgendwie attackiert wurde von allen, als es Beef gab. Ja. Der schenkt mir jetzt gerade mal 2 Ferrohos Ore, dass ich mir mein restliches Nickel machen kann. Ich habe hier gerade noch einen Generator hingestellt, damit halt eben auch nachts das Ganze hier aufgeladen wird, weil irgendwie das Solarpanel gerade schon aus war und da ein Baum stand, der weg musste. Ansonsten ist alles noch so, wie es war. Ich brauche eben noch eine von den Cupronickel Heating Coils, damit ich mir den Industrial Blast Furnace machen kann. Wo du wohnst, hinter Timcast, oder? Genau. Das ist dieses riesen Gebilde von Yannick. Ja, ich hoffe, das hat sich jetzt geklärt. Okay. Ja, ich hoffe es auch, dass das mit der Scheiße nicht mehr aufhört. Ansonsten, ja, echt, das wäre richtig schade, wenn das hier noch weiter so chaotisch bleiben würde. Ich fände es äußerst schade so. Ich muss aber schnell mein Jetpack aufladen. Okay. Du findest den Weg? Alles klar, perfekt, okay. Ja, das Solarpanel ist echt mal ganz nützlich. Muss der Generator nicht so viel schaffen. Ja. Mein Jetpack lädt sich auch mal ganz langsam auf. Ich werde echt, wenn ich irgendwann mal den Industrial Blast Furnace habe, kann ich mir hier, glaube ich, auch endlich mal richtig anfangen mit allen Sachen. Du hast nicht zufällig, wie ich hier mit der Magie einsteigen kann, oder? Magie habe ich keine Ahnung, aber. Ich habe auch keine Ahnung davon. Ich muss mir das echt mal anschauen, weil Magie finde ich eigentlich schon ziemlich reizvoll. Du hast ein Jetpack? Ja, ne? Ja, stimmt. Was? Alles leer. Fuck. Oh. Ja, du kannst zu mir. Warte, ich komm kurz zu dir runter. Ich hab schon, ich bin schon. Okay. Also. Du kannst ihn gerne bei mir aufladen. Ich hab eins. Ich hatte nur meine Nano-Rüstung an. Ah, okay. Wo bist du gerade? Ich hab dich verloren. Ach, da, hallo. Okay. Warte, ich sehe deinen Skimmer. Das ist ein Diamantschwert. Wow. Ja, warum gibst du mir das? Behalte es selbst. Ich will ja eigentlich bald einen Nano-Server machen. Deswegen. Achso, okay, ja, dann gib's mir. Wenn du es nicht brauchst, dann nehme ich es sehr gerne. Der Domse nimmt alles gerne. Ja, danke schön. Vielen Dank. Kannst ja gerne hier bleiben, dann kann ich mal kurz zeigen, wie ich das mache, weil ich habe jetzt endlich vom Messerator Gebrauch gemacht. Das ist echt ziemlich praktisch. Oh, das Nickel hier, das brauche ich, das Zinn brauche ich nicht. Ah, genau. Ach, ich habe noch Nickel Dust. Ich hätte das gar nicht gebraucht. Weiß egal. Lalalalalala. Okay. Dann brenne ich das ganz schnell. Und zwar habe ich hier so eine Rolling Machine, die muss natürlich mit der Steam Engine betrieben werden, was ziemlich nervig ist, aber gut, ja. Ja. Und dann kann ich mir vielleicht tatsächlich irgendwann so voll coole Solarpanel oder sowas in der Art machen. Oder halt eben auch durch den Industrial Blast von uns endlich Aluminium. Du. Aluminium stelle ich. Nee, ich stelle es selbst her. Aluminium, das macht man doch eigentlich schon, wenn es brennt, oder? Da muss ich das Aluminium-Ore aber, glaube ich, wirklich im Industrial Blast Furnace brennen, weil ich habe hier Aluminium-Ore und das kann ich nirgendwo brennen. Es geht einfach nicht. Okay. Ich glaube wirklich, dass ich das im Industrial Blast Furnace machen muss, weil es echt total komisch ist. So, ich mache mir jetzt aber auf jeden Fall diese Ringe. So. Genau, nochmal 3 Stück. Bitte crafte die, du Maschinchen, du. Ich muss ganz kurz nochmal hier, verdammt. Reicht das aus? Nein, das reicht nicht aus. Mir ist aufgefallen, ich stehe gar nicht in der Videobeschreibung. Natürlich reicht das nicht aus. Echt nicht? Ja. Oh, das müssen wir mal ändern. Das Problem ist, stehst du in der Mitgliederliste drin? Es gibt jetzt eine neue, die hat, glaube ich, Neo oder Arsene Alex mal reingeschrieben in die Konfi. Ach so, eine neue. Da waren eigentlich alle drin. Okay. Ja, dann müsste ich mal die Beschreibung davon. Ich schicke dir einfach auf meinem Kanal kurz. Okay. Meine Mitgliederliste sind alle drauf. Alles klar. So, dann habe ich hier genug von denen. Und für den Industrial Blast Furnace brauche ich jetzt nur noch einen Advanced Machine Block und ein Induktionsherd. Dafür brauche ich auch Advanced Machine Blocks, alter Schwede. Ja, gut. Gehen noch aus Refined Iron, glaube ich. Das wird ziemlich kompliziert. Zuerst einmal brauche ich 2 Iron Furnaces und die mache ich natürlich mit einem normalen Furnace aus Cobblestone, weil es einfach ein bisschen Eisen spart. Generell brauche ich. Nee, Eisen habe ich nicht mehr genug, oder? Moment. Hier habe ich. Was hast du im Moment für ein Texture Pack drin, ne? Ich habe momentan das Sphex drin, genau. Ich habe momentan das Sphex. Ich muss mir gerade schnell mal ein bisschen Eisen aus meinen. Mit meinem Minium Stone herstellen. So, du hast einen Minimum-Stone. Ich habe einen Minimum-Stone, ja. Du hast sogar eine Baumfarm. Ich habe sogar eine Baumfarm. Ich entwickle mich weiter. Ich lerne. Ja. Das ist
Die habe ich fast ohne Hilfe hinbekommen. Nur ein bisschen mit den Rohstoffen, weil ich halt jetzt nicht unbedingt auch wieder die ganze Zeit farmen wollte. Aber es geht bei mir echt langsam voran und das freut mich auch wirklich. So, das Obsidian machen wir mal hier hin und hier hin. Dann habe ich 36 Eisen. Die Baumfarm, die geht eigentlich recht schnell am Tag. Also durch eine Nacht habe ich wirklich so eine Kiste voll, wenn ich mich da eine Nacht AFK hinstelle. Ich muss halt auch noch einen Chunkloader und alles machen, damit das richtig genau, effizient einer, läuft. Genau, einer, glaube ich, für eine Person erlaubt, war das ja okay, so eine Regel. Ja, dann mache ich mir halt einen Chunkloader. Jetzt ist gerade wieder ein Baum gewachsen, oder? Guck mal. Ich glaube, ich habe die eben abbauen gehört, ja. Ja. Okay. So, Eisen habe ich, genau. Ich brauche, das ist echt cool, ja. Wie gesagt, dadurch kann ich mir halt auch Diamanten herstellen. Ja, ja, habe ich. Weil viele haben bei mir in die Kommentare geschrieben, ich soll mir eine Yu-Yu Meta-Farm machen, aber die ist hier mit Gregtech echt unheimlich kompliziert. Ist auch teuer, weil es ja Ultimate ist. Und vor allem teuer, ja. Richtig, richtig teuer. Ich habe mir das mal angeschaut, das ist fast schon irgendwie leicht gruselig. Ja, du kannst ja alles aus Yu-Yu Meta machen, das ist die also, geile das genau. Eins, zwei Iron Furnaces brauche ich. Genau. Dann brauche ich für den... ich brauche hier Industrial Blast Furnace, oder? Ja, brauche ich, glaube ich. Ja. Okay. Und den Induktions Furnace, den... Oh Gott, dann brauche ich auch erstmal... Was? Ich brauche Carbon für einen Advanced Maschinenblock? Carbon? Was? Carbonplatten? Ich dachte, der geht anders. Nee, oder? Das ist jetzt ein Scherz. Ich dachte, ich bin schon so nah dran. Nein. Was brauchst du denn für Platten? Ich brauch... Warte. Nein, du wirst mir das nicht gehen. Nee, ich hab's auch, glaube ich, gar nicht. Das ist ja die Sache. Ah, warte, warte. Ich glaube, ich kann auch was anderes als einen Advanced... Ich kann entweder einen Advanced Maschinenblock nehmen. Ja, aber warte, für den Induktionsfurnace brauche ich auch einen Advanced Maschinenblock. Das ist das Problem. Okay. Na, hier auf dem Thron wohnst du dann halt auch. Wohnst hier. Wo wohne ich? Ja, du thronst hier auf deinem Thron manchmal. Achso, ja. Oder? Ja, das ist eigentlich Yannicks Haus. Oh. Ach du Scheiße, ich brauche erst noch einen Kompressor. Ich brauche eine Plate-Bending-Maschine und einen Kompressor. Das muss ich zuerst machen für den Blast Furnace. Also so leicht ist es wohl doch nicht. Du weißt, was ich mir hier mache? Ich mache mir hier eine Kiste, wo ich alle Materialien für den Blast Furnace reingebe. Das wäre, glaube ich, erstmal das Sinnvollste. Baum wird gefällt. Ja, die werden gerade die ganze Zeit schon gefällt. So. Aber dein Haus sieht eigentlich schon richtig schön aus. Das hat Yannick gebaut. Dann euer Haus. Danke. So, so, das brauche ich für einen Industrial Blast Furnace. Das hier brauche ich dafür. Copper brauche ich, Iron brauche ich, Zink, das brauche ich. Nickel Ingots brauche ich. Habe ich auch nochmal Nickel. Das gebe ich mal alles da rein, was ich dafür brauche, damit ich auch nicht immer so suchen muss. So. Okay, machen wir erstmal den Kompressor, würde ich sagen. Obwohl eine Plate. Ne, machen wir erstmal eine Plate. Bending Machine. Für eine Plate Bending Machine brauchen wir einen Kompressor. Okay, machen wir zuerst die Kompressoren. Okay, Kompressoren sind sogar erstaunlich simpel. Ich brauche eigentlich nur Maschinenblöcke dafür und Electronic Circuits. Ist unglaublich. So. Machen wir erstmal einen Maschinenblock und ich brauche definitiv noch mehr Eisen. Definitiv mehr Eisen. Vor allem mehr Refined Iron. Kann man ja auch aus Gold machen, Eisen, oder? Ja, kann man. Das kann man auch aus Holz machen, das ist ja das Schöne an der Sache, aber man braucht wirklich fucking viel Holz. Verdammt viel Holz brauchst du für so ein bisschen Eisen. Also ich habe wirklich aus 4 Stacks 36 Eisen herbekommen, aus 4 Stacks Holz. Das ist nicht viel. Ich habe ja heute Morgen ein Video zur Gamescom gesehen. Okay. Mit der Bundeswehr fand ich eigentlich auch. Ja, die Bundeswehr auf der Gamescom. Hat noch nichts verloren. So, dann brauche ich, genau, ich brauche zwei Kompressoren für eine Plate-Bending-Maschine und die, dazu brauche ich auch nochmal eine Electronic Circuit. Ja, okay. Da brauche ich auch nochmal, ja, eine Electronic Circuit kann ich mir... Sag ich da Karottenfarm, ich oder? Nee, ich habe keine Karottenfarm, aber ich habe viele Karotten, ich sollte mal eine machen. Kupfer brauche ich, genau, Kupfer habe ich hier. Ansonsten brauche ich noch Rubber Bars. Mir geht auch echt die Kohle aus. Ich glaube, ich brenne auch ganz schnell um ein bisschen Holzkohle. Mach dir doch ein Electronic Furnace, den schließt du einfach an deinen Solarpanel an, dann hast du eigentlich auch Energie. Ah, okay. Könnte ich auch machen. Oh Gott, hau ab, du Creeper. Hau bloß ab. Das mit dem Electronic, geht das nicht auch... Oh, verdammt. Geht das nicht auch mit dem Iron Furnace? Nee, weil ich glaube, es geht nicht, weil da kannst du auch noch mit...
Ich brauche einen Electronic, ne? Okay, ja. dann mache ich das, glaube ich, wirklich, auch wenn ich dann... Ich brauche dann aber, glaube ich, auch wieder Eisen. Weil es geht auch schneller, da kannst du, glaube ich, in Electronics so Updates reinmachen. Dann hauen die das richtig schnell alles weg. Electronic Furnace. Warte, ich suche mal unter Furnace. Furnace. Ja. So. Electric Furnace war es, genau. Electric Furnace, dafür brauche ich einen Iron Furnace, einen Iron Red Furnace. Redstone und einen Electric. Genau, und einen Electronic Circuit. Der Iron, genau, zwei Iron Furnace, das habe ich ja schon. Das kann ich mal so. Trage ich, dann mache ich mir noch einen dritten. So. Genau, ich mache mir gerade noch einen dritten Iron Furnace und ja, die Rubber Bars muss ich trotzdem brennen. Habe ich hier noch irgendwo Holz oder muss ich das jetzt von oben nehmen? Habe ich hier noch irgendwo Holz? Ich glaube, ich habe hier noch einen Holzblock. Hier ich noch mal ganz kurz draußen AFK ein, damit ich meinen Helm aufladen kann. Ja, alles klar, mach das. Ich finde es übrigens nett, dass du immer noch in der Aufnahme drin bleibst. Hätte es ja längst gehen können. So. Nee, ich wollte schon immer mal mit dir aufnehmen und jetzt echt? Erfüllt sich so der große Traum. Der große Traum von dir erfüllt sich, das finde ich aber süß. Ja. Okay. Lohnt sich eigentlich eher Holzkohle oder ist es gleich effizient, ob ich jetzt Holzplanke oder Holz... Eigentlich glaube ich dasselbe, aber ich glaube die... Warte. Ich glaube, das ist echt heiß, egal ob ich Holz... 4K EU at 10 EU beim Generator. Ich glaube, normale Holzkohle hat, glaube ich, weniger. Okay. Ich bin mir jetzt gerade nämlich auch nicht sicher. So, ich mache auf jeden Fall nochmal einen normalen Ofen, weil dadurch speichere ich ja Eisen. So. Du hast noch nicht viel Holz. Iron Furnace. Ja, da hast du recht. Bitte nichts nehmen. Finger weg. Schön. So, zwei Redstone und eine Electronic Circuit. Electronic. Wenn ich das brauchen würde, wäre es Marble. Marble. Das ist aber auch schwer zu bekommen, oder? Also selten. Nee, das findest du ganz oft eigentlich in Höhlen. Bei Höhleneingängen gibt es alles immer eigentlich. Okay. Da fällt so schon wieder was, die Baumfarben. Das ist einfach herrlich, finde ich. Ich habe hier leider echt nirgendwo mehr Rubber Bars. Ich brauche auch definitiv noch mehr Rubber, weil das geht mir auch irgendwann aus. Ich hab nicht da hast so du keine Rubber Trees oder so? Nee, ich werde mir mal welche anpflanzen. Kannst du, glaube ich, auch mit der Baumfarm machen, oder? Ich glaube schon, ja. Bomse, Lily, Craft, obwohl ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Holz auch für die Herstellung benutzen kann. Das müsste ich mal irgendwann im Singleplayer testen. So. Machen wir jetzt aber auf jeden Fall mal die Electronic Circuits. So. Ja, da haben wir hier perfekt. Und für den Electric Furnace. Genau. So, machen wir ganz schnell den Electric Furnace. Dann spare ich mir auf jeden Fall eine Menge Kohle. Ist eigentlich wirklich klug, sich so einzumachen. Hierhin und hierhin und hierhin. Perfekt. So. Zweigen wir das hier schön ab. Und den schließe ich am Solarpanel an, genau. Das ist halt jetzt die Frage. Ich denke, ich werde mir Kabel, einfach ein Kabel von der Bedbox da oben darunter ziehen, weißt du? Genau. Das mache ich am besten so. Ich habe halt letztens ausprobiert, dass man mehrere Bedboxen, wenn man die voll hat, dass die dann von der anderen Bedbox runterzieht, dass sie sich wieder auflädt, aber es geht irgendwie nicht. Also echt nicht? Das ist schade. Ja, das halt, ich habe jetzt im Moment eine MFE, die lädt sich eigentlich auch gut auf. Ja, ich glaube auch. Warte, das Problem ist, das ist irgendwie eine Art... Oh Gott, wie mache ich das denn hier? Mit dem Kabel runterziehen. Das könnte gar nicht mal so einfach sein. Ja, muss ja auch gut aussehen. Ja, gut aussehen muss es nicht unbedingt, aber... Es wird nicht einfach, weil das ist ja nur dieses grüne Teil, das Output-Teil, ne? Ja. Hm. Oder nee, eigentlich müsste es von jeder Seite, glaube ich, gehen. Nee, jeder Seite ist Input. Nur das grüne ist Output, also bei dem Sfax Texture Pack. Also ich mich halt frage, wenn ich jetzt hier das Kabel dran anschließe, warte, ich zeig dir kurz mal, wie ich das meine. Also hierhin geht das ja auch wieder automatisch da rein. Was ich mich halt frage, ist, ob da jetzt überhaupt auch Strom rausfließt. Das können wir ja gleich testen. Ich mache einfach nochmal ein paar Kabel. Ich brauche definitiv mehr Rubber. Mach doch aus Diamanten Glasfaser. Ja, also die Diamanten will ich jetzt momentan noch für was anderes benutzen. Ja, aber... Halt, wenn ich genug Diamanten habe, klar, wenn ich richtig viele habe, werde ich das auf jeden Fall machen, aber momentan bleibt es halt erstmal so dabei. Aber, nee, da kommt kein Strom durch. Verdammt. Es müsste ja irgendwie gelb werden, ne? Ja, genau. Okay. Kommt nichts durch. Ich glaube, es liegt daran, dass du jetzt oder das ist leer, da oben mitgekoppelt bist. Nee, die ist nicht leer. Oder sie ist leer. Die ist nicht leer. Hast du schon mal... Wo ist denn das Out...
Gut. Warte, die ist sowieso, die ist sowieso fast schon so leer, dass ich die eigentlich eins nach hinten machen könnte, die Bedbox. Ja, das ist gut an eigentlich an der Bedbox, dass du die einfach so abbauen kannst. Ja, warte mal. Ich mach die jetzt mal hier hin. Das ist ja richtig schlimm. Oh Gott, jetzt ist der Output da. Böses Teil hier. Mach den Output nach oben, du dummes Ding. Obwohl, so sollte es auch gehen. So. Sieht ja überhaupt nicht komisch aus. Aber. Da läuft die Energie im Kreis. Vor allem das Komische ist, das Solarpanel füllt das gerade gar nicht auf. Warum nicht? Sonne ist da beim Solarpanel. Warum kommt da kein Strom rein? Vielleicht hast du den falschen. Also. Nee. Ah, warte. Ist komisch, ne? Warum kommt da kein Strom durch? Also so kommt der Strom rein. Und ich glaube, ich mache das einfach mal gerade so. Es müsste so eigentlich gehen. Also es scheint zu funktionieren. Der Electronic Furnace hat auch Strom. Auch wenn es scheiße aussieht. Ja, ich würde aber mal erst ganz kurz erstmal abschließen, damit der oben erstmal ein bisschen Energie ziehen kann. Ja, klar. Was meinst du mit abschließen? Also nur kurz erstmal das Kabel nach unten trennen, damit der oben erstmal sich vollladen kann. So ein bisschen. Das ist eine gute Idee, ja. Weil da kommt so. Was wollte ich machen? Ich wollte einen Kompressor machen, ne? Ja. Glaube ich, genau. Ich brauche 3 Kompressoren. Ich will ganz kurz mal Jetpack aufladen. Genau, ich brauche 3 Kompressoren, dafür brauche ich einen Maschinenblock und dafür brauche ich ganz viel Refined Iron und das können wir jetzt hier brennen und es geht sogar tatsächlich einigermaßen schnell. So. Refined Iron, perfekt. Machen wir das gerade mal so. Und ich frage mich echt, warum funktioniert das mit dem Solarpanel nicht? Ach, das lädt nicht weiter. Es lädt doch gerade auf. Ja, das kommt gerade vom Generator, den ich dahingestellt habe. Aber das Solarpanel bringt nichts zu. Ich kann sein, dass es am Kupferkabel liegt, dass es irgendwie zu lang ist oder so. Und damit zu schlecht. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Was ich mir durchaus vorstellen könnte. Ich bringe ganz kurz mal 10 Glasfaserkabel von mir mit, dann probieren wir mal kurz mit Glasfaser ab. Alles klar, mach das. Wenn ich einen Diamant zu Glasfaser mache, wie viel Glasfaserkabel bekomme ich denn dann da raus? 4 oder 3. 4 oder 3, okay. Stein und nochmal Electronic Circuits. Ich hasse diese Electronic Circuits. Du hast nicht zufällig auch Rubber? Rubber, ich guck. Ich suche mir echt mal Gummibaum-Saplings und Rubber habe ich. Ich habe davon. Wie viel? Ich habe eins, kann ja mehr als ein Stack geben. Das wäre nett, wenn du das gerade. Ich habe ja auch noch Rubber-Bars, aber ich brauche definitiv mehr Rubber. Ich werde mich darum mal kümmern. Warte. Ich habe hier auch so ein Tree-Tab. Glas oder Kabel gucken. So. Ich find Iron, brauche ich nochmal einen Maschinenblock. So. Oh. Ich habe schon 3 Maschinenblöcke. Warum habe ich schon 3 Maschinenblöcke? Egal. So, genau, ich brauche ja 3 Kompressoren. Dann brauche ich normalen Stein und Electronic Circuits. Ich will gleich nochmal welche von denen herstellen. Also auch Kupferkabel brauche ich noch einige. So. Ich mache mal gerade ein paar mehr Kupferkabel. So. Also ich glaube, mein Haus sieht wirklich schöner aus. So. Aber das stellen wir auch in der nächsten Folge fertig. Vielen Dank, dass der Anik hier dabei war. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.